Suche nach Tayo auf YouTube. Rogis ganz besonderer Gast. Die kleinen Busse kommen nach der Arbeit zurück zum Depot. Wir sind zurück! Hallihallo! Rogi, du bist aber früh zurück. Mhm. Ich will euch etwas zeigen. Kommt mit! Was könnte es sein? Okay, jetzt geht's los. Tada! Und? Ist das nicht cool? Ich hab das alles gesammelt. Wo hast du denn den ganzen Müll her? Das ist ja schmutzig. Das ist kein Müll. Es war schwer, das alles zu sammeln. Wartet hier. Seht mal, ist das nicht schön? Lani, das ist ein schönes Geschenk für dich. Das stinkt. Nimm es weg. Gefällt es dir nicht? Oh, ich weiß. Ich habe sogar das hier. Und? Gefällt es euch? Wie geht's? Nimm es weg. Ist alles okay? Autsch. Rogi, warum sammelst du denn diesen ganzen Müll? Rogi, ich kann den Gestank dieses Mülls nicht ausstehen. Fahren wir. Okay. Wart auf mich. Warum sind Sie so wütend? Am nächsten Tag kehrt Rogi nach der Arbeit zum Depot zurück. Die sind so gemein. Ich habe ewig gebraucht, um das alles zu sammeln. Wow! Er ist so cool! So ein Auto habe ich noch nie gesehen. Hey, du bist echt cool. Redest du mit mir? Ja. Wie heißt du? Mein Name ist Windy. Ich bin ein Wohnmobil und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Wow, ein Wohnmobil? Das ist großartig. Mein Name ist Rogi. Haha, das ist ein toller Name. Wirklich? Ja. Windy, was ist das alles auf deinem Rücken? Das sind die Sachen, die ich während meiner Weltreise gesammelt habe. Wow! Ich habe auch ein paar Sachen gesammelt. Die sind alle in meinem Depot. Wirklich? Jetzt machst du mich neugierig. Willst du mit mir in meinem Depot spielen? Wirklich? Ich habe gerade nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Großartig! Dann lass uns losfahren. Also gut. Juhu! Hallo! Hallöchen! Warum bist du so niedergeschlagen? Ich fühle mich schlecht wegen Rogi. Ich glaube, wir waren etwas zu hart zu ihm. Ja, den ganzen Tag fühlte ich mich seinetwegen schlecht. Ich auch. Wisst ihr was? Wir entschuldigen uns einfach bei ihm, wenn wir zurück sind. Okay. Das ist eine gute Idee. Beeilen wir uns! Okay. Ich frag mich, ob Rogi schon zurück ist. Bravo! Das ist toll! Absolut fantastisch! Wer ist das? Oh, hallo! Was gibt's? Ist das dein Freund? Sagt hallo! Das ist Windy! Er ist ein Wohnmobil und tourt um die Welt! Jo! Hallo! Ihr müsst Rogis Freunde sein. Aber ihr seid viel gewöhnlicher, als ich dachte. Was? Hahaha, nur ein kleiner Witz. Windy wird heute bei uns übernachten. Ich habe Hannah gefragt und sie sagt, es ist okay. Was? Bravo. Das ist wirklich schön. Ja, oder? Sie sind sich wirklich ähnlich. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Rogi, du hast wirklich einen tollen Geschmack. Ich bin so beeindruckt. Windy, du und ich sind uns so ähnlich. Ich möchte dir danken, dass du so nett zu mir warst, Rogi. Okay, schau genau hin. Wow!
cool! Oh, was ist das denn? Da drin ist es ganz schön chaotisch. Sieht aus wie Rogis Garage. Wo hast du das ganze coole Zeug her? Das habe ich im Süden gesammelt. Und das ist aus dem Westen. Oh, ich war sogar auf einer Insel. Wow, du bist der Coolste, Windy. Da stimme ich dir zu. Hey, Windy, ich zeige dir mal unser Busdepot. Oh, wirklich? Klingt gut. Los geht's. Tayo, der kleine Bus. Was ist mit dem Typ, den Rogi mitgebracht hat? Ist er nicht seltsam? Ja, er scheint interessant zu sein. Wir können uns nicht so leicht bei Rogi entschuldigen, weil er immer so mit Windy beschäftigt ist. Huh? Was war das für ein Geräusch? Sehen wir mal nach. Okay. Windy, was ist das für eine coole Musik? Es ist Musik von der Südseeinsel, auf der ich war. Ich habe es selbst aufgenommen. Da möchte man seinen ganzen Körper bewegen. Ja, Hula, Hula. Wow, das ist großartig. Rogi, willst du es mal versuchen? Hula, 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 Hula. Wow, du bist ziemlich gut. Wirklich? Hula, Hula. Hula, 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 Hula. Was ist das denn? Es ist seltsam. Hula! Hula! Schüttel dich! Spring hoch! Oh ja, das macht Spaß! Ich bin so glücklich! Rogi mag Windy bestimmt sehr. Wir waren nicht sehr nett, als wir uns über ihn lustig gemacht haben. Ich muss ihm sagen, dass es mir leid tut. Rogi? Es tut mir leid, dass ich wütend auf dich war. Ich war gemein zu dir. Oh? Rogi, schläfst du? Oh! Oh, wo ist Rogi? Ich hatte heute viel Spaß. Du und ich haben viel gemeinsam. Windy, warum willst du denn draußen schlafen und nicht in der Garage? Ja, ich sehe mir gern die Sterne an und schlafe gern unter dem Nachthimmel. Ich fühle mich so frei und friedlich, wenn ich so einschlafe. Wow! Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber du bist cool! Wo in aller Welt könnte er sein? Oh, das sind Rogi und Windy. Ich will frei sein und die Welt bereisen, wie du! Oh, wirklich? Dann solltest du es tun. Ich kann nicht! Ich bin ein Bus! Das ist egal. Hey, willst du mit mir reisen? Was? Das ist... Wir verstehen uns doch sehr gut, findest du nicht? Das stimmt, aber... Ich reise morgen früh ab, wenn du mitkommen willst. Denk mal drüber nach. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja. Wenn Rogi wirklich mit Windy auf Reise geht. Jungs, aufwachen! Oh! Rogi ist weg! Seine Sachen auch! Hallo, aufwachen! Es ist ein Notfall! Was? Was ist los? Rogi ist weg! Er hat sogar alle seine Sachen mitgenommen! Er ist bestimmt in der Waschanlage. Nein, da ist er nicht. Rogi ist mit Windy auf eine Reise gegangen. Was? Warum würde er das tun? Ich habe sie gestern Abend darüber reden gehört. Kommt, suchen wir ihn. Okay. Rogi! 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 Die kleinen Busse haben Rogi in der ganzen Stadt gesucht. Rogi ist wohl wirklich mit Windy weggefahren. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es ist alles meine Schuld. Ich war nicht sehr nett zu ihm. Ich auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es tut mir so leid, Rogi.
denn alle? Ohne euch habe ich mich so gelangweilt. Also bist du nicht mit Windy weggefahren? Ich habe mich von ihm heute früh verabschiedet. Warum hast du dann deine Garage sauber gemacht? Ihr habt gesagt, es war ein Chaos und ich soll es sauber machen. Ich habe die ganze Nacht bei euch geputzt. Was? Oh, ich dachte, du hättest uns für immer verlassen. Was ist los? Rogi, es tut mir wirklich leid. Ich war gemein zu dir, nicht wahr? Ja, mir tut es auch leid. Tut mir leid, Rogi. Schon okay. Und Rogi, vielen, vielen Dank, dass du bei uns geblieben bist. Rogi, wir sind froh, dich als Freund zu haben. Ja. Vielen Dank. Es klingt, als würdet ihr ohne mich nicht klarkommen. Was? Was für eine Erleichterung, dass Rogi nicht weggefahren ist. Die kleinen Busse werden nun noch engere Freunde.